Herzlich willkommen zur zweiten Episode im Modul C, Social Publishing, zum Thema Microblogging. Tja, das Microblogging, also das ganz kleinste Blogging, was ist das? Microblogging ist sehr stark verbunden mit dem Dienst Twitter. Es gibt auch andere Dienste, wir schauen uns diesmal nur Twitter an. Und dieser kleine blaue Vogel, der zeigt das an. Twitter bedeutet so einen Weg zwitschern. Man zwitschert in die Welt hinein und man hat dort aber nur wenige Zeichen dafür zur Verfügung, so wie eine SMS, 140 Zeichen, und die schickt man dann los in das Netz. Und Inhalt kann sein von Befindlichkeiten bis zum Aufenthaltsort. Ich stehe am Bahnhof und warte auf den ICE. Über Fragen, wo man sagt, wie geht denn eigentlich das? Wer hat Erfahrung damit? Bis hin zu Hinweisen auf interessante Ressourcen. Interagieren kann man mit anderen dadurch, dass man auf Tweets von anderen Personen antwortet. Man kann direkte Nachrichten senden und man kann durch sogenannte Hashtags bestimmte Kategorien festlegen. Zum Beispiel kann man auf einer Tagung plötzlich so einen Hashtag setzen und dann kann man all die Beiträge, die von den Tagungsteilnehmern getweetet werden, so nennt man das, wenn getwittert wird, die können dann zusammengesammelt werden. Und wie findet man überhaupt diese ganzen Tweets? Man sucht die, man findet die manchmal und dann kann man die abonnieren. Und das ist ganz interessant. Es gibt Personen, denen man folgt, die stehen unter Following, und es gibt Personen, die einen selbst folgen, die Followers. Schauen wir uns das mal ein bisschen konkreter an. Das ist jetzt zum Beispiel meine Twitter-Seite und hier das ist mein Account. Ich bin noch nicht so ein richtig intensiver Twitterer. Ich habe bisher 207 solche Tweets geschrieben. Ich folge 87 Personen und 130 Personen folgen mir. Und was man jetzt hier sieht, ist, das sind die Personen, denen ich folge. Und dort sieht man lauter solche kurze Tweets von Personen. Und was kann man jetzt machen? Man schaut sich das hier an und hallo. Und dann sieht man vielleicht einen Beitrag, wo man sagt, das möchte ich mir ganz gerne mal näher anschauen. Und dann klicke ich dort drauf. Und dann komme ich zum Beispiel auf eine Webseite und dort wird mir dann ein Video vorgespielt. Schöne Musik. Dort werden einige Spieleentwickler dann befragt, was sie denn so eigentlich gerne spielen. Wenn ich das interessant finde, dann kann ich dort etwas machen, das heißt retweeten. Ich sage, das soll jetzt einfach an alle meine, also das soll von mir getwittert werden und andere sollen das dann auch lesen können. Dann würde ich hier auf Yes klicken. So gut fand ich den aber gar nicht. Das heißt, ich gucke mir so ein bisschen weiter was an. Wenn ich zum Beispiel eine Person sehe, die mich interessiert, und nochmal gucken will, was hat die denn einzeln jetzt geschrieben, gehe ich auf deren Bereich und so, und da sehen wir jetzt die letzten Beiträge von Moss. Und hier haben wir einen Call for Paper. Und ich bin eingeladen worden, von ihm in das Programmkomitee zu gehen. Also denke ich, hey, das sollte ich doch auch vielleicht meinen Followern bekannt machen. Also klicke ich hier auf Retweet, sage Yes und dann wird das einfach retweetet. Das heißt, wenn ich mal wieder auf meinen eigenen Account gehe, steht das hier, dass ich das retweetet habe. Man kann das über diese Web-Interface machen. Es gibt aber auch viel schönere Interfaces. Das ist zum Beispiel also ein Tweet-Deck. Und hier kann ich viel mehr Sachen machen. Ich habe also hier einen Bereich, wo all meine Freunde da sind. Und dann gibt es sowas Mentions. Wenn jemand mich benennt, dann
erscheinen diese Tweets hier. Ich sehe also, wenn andere Leute irgendwas über mich schreiben. Und hier hat jemand einen Beitrag von mir retweetet. Und dann denke ich, aha, wer ist denn Aromat? Den kenne ich gar nicht. Und dann schaue ich mir das einfach mal an. Aha, das ist der Aromat der Piratenpartei Österreichs. Ja, warum hat der mich jetzt, retweetet? Vielleicht, weil ich was über vorsichtige Online-Communities getwittert habe. Insofern schaue ich mir so ein bisschen an, okay, was twittert der denn? Ah, finde ich jetzt vielleicht nicht ganz so interessant. Und dann gucke ich mir noch jemand anders an, Herr Labig. Gucke ich mir noch Herrn Labig an. Und auch da schaue ich mir mal das Profil an. Und das ist der Thorsten Labig. Und jetzt schaue ich mir mal an, was der so hier schreibt. Okay, und insofern, wenn ich Dinge dann sehe, die ich interessant finde, dann will ich ihn folgen und so sage ich, nun, es ist schön, dass er mich retweetet hat und dadurch werde ich insgesamt, vielleicht werden andere auf mich aufmerksam, die ihm folgen. Wir können ihn mal ganz kurz gucken. Der gute Thorsten Labik hat immerhin 383 Folgende, das heißt, die haben das jetzt gelesen, was ich getweetet habe. Ganz interessant. Dann gibt es natürlich Möglichkeiten, ich könnte jetzt direkt Ihnen eine Message schreiben und ihn ansprechen, also eine private Nachricht schreiben. Und was man jetzt hier noch in diesem Tool sieht, ist, dass ich hier so Suchanfragen habe, dass ich ganz bestimmte Themen, die mich interessieren. Und zum Beispiel hier haben wir wieder das AirStats, das ist so das Hashtag zu dem Air-Programm. Und hier kann ich mich aktuell halten, was momentan im Twitterverse so zum Thema R getwittert wird. Und hier sehe ich dann zum Beispiel A in a nutshell. The language selection alone is reason enough to recommend it. Aha, A in a nutshell, das kenne ich noch gar nicht. Ich kopiere das mal eben, gehe in meinen Browser und gib das mal eben ein. A in a nutshell. Und oh Wunder, oh Wunder, auch O'Reilly hat mittlerweile ein R-Buch. Dezember 2009, 640 Seiten. Gute Review bisher, zwei natürlich nur. Das müsste man sich vielleicht noch ein bisschen genauer anschauen und dann gegebenenfalls einen Beschaffungsvorschlag machen. So, hier sehen wir dann nochmal dann gleich den Inhalt. Naja, okay, so gehe ich halt vor, wenn ich Twitter benutze. Und ich hoffe, Sie haben jetzt einen kurzen Einblick gekriegt, warum das interessant sein kann.